Bitte begrüßen Sie Bülent Ceylan. Sehr gut. Herzlich willkommen. Ja, danke, danke. Heute im Schottenrock. Warum denn im Schottenrock? Weltfrauentag. Ach so. Nee, aber das ist echt der erste, mit 19 habe ich den. Der war damals maßgeschneidert, ich habe den Gürtel ein bisschen. Du hast ihn mit 19? Ja, mit 19 habe ich den bestellt aus Schottland. Warum? Weil ich bin Metal Rock, damals Guns N' Roses. Shotdog, okay. Pearl Jam. Stimmt, Axl Rose ist auch im Schottenrock aufgetreten. Ja. Und dann, jetzt bereite ich mich schon mal vor, weil in der Bülent Ceylan Show, wer Korn kennt. Korn. Ja, Korn. Korn? Metalband, Korn. Wer kennt Korn? Wer kennt Korn? Ja. Und Korn, die kommen aus Amerika. Nicht verwechseln, nicht hier Korn, nicht sondern Korn. Hier Korn. Köln, Allah. Ja, ja. Ja, die kommen. Bitte, was war? Die kommen. Die kommen zu mir. Die kommen zu dir in deine. Ja, da bin ich ganz stolz. Und spielen? Jetzt, ja, und spielen. Und mal gucken, vielleicht darf ich mitbangen. Ja. Ich hoffe doch. Ja, so nebendran. Das ist eine deiner einfachen Hobbys. Ja, da war ich als Teenager oder? Schon immer, ich war auf einem Konzert früher gehadbanged, damals voll krank, nach vorne gegangen, geblutet, gegen die Wand geschmissen. Das habe ich alles, ohne Drogen, geht alles. Du musst, ja. Wahrscheinlich bin ich deswegen so krank jetzt. Wenn ich das versuche mit diesem Headbanging, kriege ich immer Kopfschmerzen. Ja. Ich glaube aber auch. Eine Gewöhnungssache. Nee, ich glaube es aber auch mit kurzen Haaren einfach sehr schwierig. Du kannst es aber auch. Man muss mit langen Haaren gar nicht so heftig. Ich will, den Kopf dass schütteln. Bitte, lass uns doch mal bangen zusammen. Ich habe eine Perücke hier schon mal vorbereitet für dich. Bitte? Hey, wollt ihr, dass Stefan einmal mit mir bangen? Komm. Einmal. Hier. Ja. Ist das Bülent Ceylan Merchandising? Das Merchandising. Hast du das in deiner Merchandising-Abteilung hier, ja, Bülent Ceylan Perücken? An Karneval sind wirklich welche so gegangen, haben sich noch ein Bärchen drin. Das Geile ist ja wirklich, wenn einer Perücken tragen kann, dann ich. Sie werden es gleich sehen. Es gibt also wirklich kaum ein Gesicht, was so gut mit Perücken harmoniert wie meins. Der deutsche Türke. Jetzt muss ich aber gucken, dass mir das nicht vom Kopf fliegt gleich, oder? Ich muss festhalten. Muss ja eigentlich mal vorne bangen. Also, muss ja. Vielleicht. Vielleicht sowas wie AC/DC, das kann man ja gut bangen. Irgendwas so. Oder hier so. Oder irgendwas Hartes. Aber so. Ja, vom Korn. Was vom Korn? Könnt ihr was vom Korn? Aber so richtig. So. Warte mal, ich muss die Jacke andersrum anziehen. Das ist schwarz. Man muss auch schwarze. Was ist das denn? Es sieht nur gut aus, wenn man schwarze Klamotten hat. Bangen. Alle Banger haben schwarze Klamotten. Ja, das stimmt. Oder schon noch. Wenn mein Mikrofon da drunter ist. Ist egal, ich ja jetzt nur fürs Bangen. So. Sieht so scheiße aus, geil. Ich kenne keinen, der jemals so. Egal, komm. Macht er? Okay, einmal mit Stefan Rebeng. Eins. Aber das ist auch noch, ich habe es nicht so festgemacht. Nee, man merkt doch, dass es einfacher ist, wenn man lange Haare hat. Ist auch noch dieses. Muss man den Kopf nicht so sehr schütteln, damit es extrem aussieht. Jetzt vorstellen, das extremer mit dem Poken. Ja. Ich sag Poken, aber. Poken, hast du gemacht früher oft? Ja, du weißt was. Also nicht das. Du meinst das andere jetzt? Pogen. Ja, ja, genau. Ja, ja. P-O-G. Nicht poppen. U-E. Nee, Pogen. Ja, Pogen. Pogo. Ja. Der wilde Anrempeltanz. Wie wir früher gesagt haben. Geht auf die Puste, das war jetzt kurz. Nee, ich habe nur so getan. Ich bin nicht auf die Puste gegangen. So, deine neue Show.
Ja, also, was bekommen wir zu sehen? Am 2. Juni ist das. Wir haben einen kleinen Ausschnitt. Schauen wir uns erstmal an. Was? Kannst du mal durchschnaufen und dann geht's gleich weiter. Oh. Und? Wie war ich? Hm? Ja, geht so. Was? Wie geht so? Also, denen hat's gefallen. Das ist Bülent Ceylan aus der neuen Bülent Ceylan Show ab Samstag beim RTL. Ich muss aber dazu sagen, dass jetzt aus dem Zusammenhang, ich bin ja so Facebook-krank. Ja. Und ich gucke dauernd, was ihr schreibt. Ich kenne ja alle Gesichter hier. Und ja, auf jeden Fall, und dann gucke ich immer, was sie schreiben. Deswegen haben wir den Sketch gemacht, weil ich so krank im Kopf bin mit Facebook. Ich sogar mit schaust du den ganzen Tag rein, sieht man von morgens bis abends, ganz was schlimm, du gerade machst? Ganz schlimm. Nee, nicht alles, was ich mache. Also nicht, wo ich sitze. Wo sind die Grenzen? Die Grenzen? Beim... Deswegen, weil du hast ja nur die Decke gesehen. Also da würde ich jetzt dann sagen. Ah, okay, du würdest niemals deinen nackten, deinen Körper bis auf die Genitalien entblößen. Du? Ich? So, eine Frage der Gage. Ja, bist du Deutsche? Fast schon Schwabe. Okay, ja, komm. Wir schauen uns mal ein paar Fotos an. Was sind das für Fotos? Achso, das haben wir auch nicht. Ist das du? Das bin ich. Oh! Ja. Und wir haben solche Fotos. Es gibt ja im Internet so Kinderfotos auch, oder von früher, die hat irgendeiner mal gemacht, und zwar früher nachgeschickt, also jetzt früher gezeigt und dann heute nochmal nachgeschickt mit der gleichen Person. Ah, okay. Und das Bild haben wir auch mit mir nachgeschickt, mit dir, also wie ich jetzt aussehe, genau in der gleichen. Und das sieht jetzt aus, wie? Ja, das auch dürfen wir jetzt nicht zeigen. Ach so! Das haben wir auch, das müsst ihr dann zusammen. Ich glaube, wir hatten den gleichen Fernseher. Ja? Das war eine Bierflasche, wir hatten den gleichen Fernseher. Der war noch von Hand umzuschalten. Ehrlich? Da gab es noch keine Fernbedienung. Genau. Und der hat immer krack, 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 krack gemacht. Genau. Damals gab es früher sowas. Das kennen wir. Damals musste man im Auto auch die Knöpfchen selber runterdrücken. Können Sie sich da noch dran erinnern? Nee, oder? Der häufigste Satz, wenn man aus dem Auto ausgestiegen ist, habt ihr die Knöpfchen runtergedrückt? Oh, dann muss man wieder auf die andere Seite. Aber damals schon die Bierflasche. Und das ist, ich bin rechts. Und das habe ich mit meinem Cousin, also das ist mein Cousin links, Cousin, und Cousin sagen wir. Ja. Und das haben wir heute auch nochmal nachgestellt. Der ist jetzt mittlerweile 2 Meter groß. Das sieht so krank aus. Also mit den gleichen Klamotten, die haben das echt alles so gemacht, nachgemacht. Sogar der gleiche Hintergrund, die haben das echt... Okay, muss jeder sein Ding ausleben, finde ich. Das sieht krank, man muss es dann sehen. Ich müsste es am Samstag gucken. Guck das an. Ja, du hast aber dann noch nicht nur schwarze Haare. Da hatte ich sogar noch Locken so richtig unten. Aber es ist mehr braun, oder? Nein, das ist damals Bildqualität. Ach so. Ja. Weißt du? Haben wir noch was? Warte, das war's. Ah, das. Nee, das bist du nicht. So. es gibt dein Live-Programm. Ja. Gibt es auf einer Doppel-DVD-Box. Genau. Bülent Ceylan live. Ach so, das meinst du jetzt? Ja, und ja, ganz schön turbulent hier. Kann ich sehr empfehlen. Rock'n'Roll in großen Hallen. Am 2. Juni, da ist das ganz große. Das sollst du noch erwähnen. Da, was ist denn da? Ich will auch mal Werbung machen. Was ist denn am 2. Juni? 2. Juni ist in Frankfurt das Stadion auf. Also, du trittst im Stadion auf? Ja, mit ca. 40.000. Also, wir haben jetzt 30.000 Tickets weg. Und steht ja hier. Fehlen noch, also ihr. Steht doch hier, brauchst du hier 20 sehen. Mit. Ja. 30.000 Tickets sind schon verkauft. Also wenn Sie noch Tickets haben wollen, müssen Sie sich beeilen. In der Frankfurter Commerzbank Arena. Mhm. Die alte Staffel gibt es auch noch auf DVD. Der Bülent Ceylan Show. Alles jetzt im Pack hier. Sehr zu empfehlen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, viel Erfolg. Danke. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bülent Ceylan, meine Damen und Herren. Ja.